Vierter Spieltag in der Westfalenliga und am Lohkamp zu Gast der Homburger SV. Der Homburger SV ist Westfalenliga-Aufsteiger in dieser Saison und hat in der vergangenen Woche ein Achtungszeichen gesetzt. Da besiegte das Team von Alexander Gocke Hohen Limburg mit 6:0. Also angereist sind sie schon mal mit breiter Brust und ich denke mal, wer Gocke vor Saisonbeginn gesagt hätte, dass er am vierten Spieltag zum Spitzenspiel fährt, der hätte, glaube ich, alles unterschrieben, aber das hätte er nicht geglaubt. So rast nun der HSV als Tabellenzweiter zum Tabellenerster zum TSV Malhöz. Die Hülser haben zwar bisher alle Spiele gewonnen, aber es gab immer so zwei Halbzeiten. Die erste Halbzeit war immer so, naja, da wollen wir mal anfangen, ein bisschen reinzukommen ins Spiel. Und in der zweiten Halbzeit, da haben sie eigentlich ihr Können unter Beweis gestellt. Ich denke mal, ganz zusammengewachsen ist die Mannschaft mit den vielen Neuzugängen noch nicht so richtig. Dann gibt Max Kramer das Spiel frei aus Münster und der HSV zeigt schon mal die Richtung an, wo es hingehen soll. Natürlich zum Kasten des TSV. Aber soweit war es noch lange nicht. Der TSV in der Anfangsphase natürlich bemüht, erstmal hinten alles dicht zu halten. Fritsche, weiter Ball auf die rechte Seite. Dirix, Temel. Und da musste sich der Torwart schon mal richtig lang machen, aber der Ball erreicht Mutur in diesem Augenblick nicht mehr. Auf der anderen Seite Einwurf für den HSV. Und dann eine weitere Eingabe, aber das ist kein Problem für den Debütanten in der Westfalenliga, für den 18-jährigen Timo Lupacz. Eckball Stonzig, kurz ausgeführt. In die Mitte und da steht Mutlür, aber der Ball geht meterweit über den Kasten hinweg. Ja, das ist so das Problem. Erster Halbzeit, da klappt alles noch nicht so richtig in der Endkonsequenz. Eckball und es ist wieder ein Ball über den Kasten, diesmal von Christian Erwig. Der HSV in der Vorwärtsbewegung, dann eine Abwehr von Dirix, weit geschlagener Ball in die Hälfte vom HSV. Dann die Abwehr vom Torhüter, der war weit draußen und da sieht der Fritsche und Fritsche versucht einzunetzen. Aber der Ball ging leider einige Zentimeter neben den Kasten des Torhüters vorbei. Nächste Angriffswelle rollt beim TSV, aber dann verlieren sie den Ball in der Vorwärtsbewegung. Halb rechts ist Schmitz frei und er schießt einfach mal ab. Und dann passiert dem Debütanten in der Westfalenliga, unserem 18-jährigen Timo Lupacz, ein kleiner Flapsus. Der Ball rutscht ihm über die Handschuhe. Aber der HSV, der wollte natürlich auch mitspielen und das taten sie dann auch. Nico Ballschmiede, da geht Sadlowski am Boden, das Spiel geht aber weiter. HSV erobert sich den Ball und da kommt der Ball zu Graudeus und der drückt ab. Aber das Leder geht doch einige Meter links am Kasten vorbei. Ganz zu unterschätzen waren die Hombrucher natürlich nicht. Ja, mehr gab es schon aus der ersten Halbzeit nicht zu sehen. Es war, wie gesagt, nicht so unbedingt die beste Halbzeit des TSV. Die ersten 20 Minuten waren so ganz okay, aber der zweite Teil der ersten Halbzeit, naja, der war eigentlich so wie bei den Spielen vorher. Dann müsste es allerdings, wenn die Regel stimmt, in der zweiten Halbzeit bedeutend besser werden. Und dann sind wir drin im zweiten Durchgang. Kramer gibt das Spiel erneut frei. Von der Garten mit einer weiten Flanke auf die linke Seite auf Mutlöhr. Mutlöhr sieht dann auf der linken Seite Tommy Fritsche starten. Der bekommt den Ball, aber in der Endkonsequenz trifft er nicht richtig und keine Vorlage für Erwig. Aber der TSV, der macht jetzt so richtig Betrieb und er kommt wieder über rechts. Über Ertan Temel, Bastürk auf der rechten Seite, der flankt in die Mitte und dort wartet Mutlöhr. Aber der Ball springt ihm etwas von der Brust und der Torhüter kann abwehren. Ja, der TSV, der hat in der zweiten Halbzeit die Schlagzahl erhöht. HSV, dem blieb nichts weiter übrig, als sich mit der Abwehr zu beschäftigen. Mutlur, weiter Pass in den Strafraum, in den Lauf von Erwig, aber der bekommt den Ball nicht richtig. Dafür Tommy Fritsche, aber wieder ist es der Torhüter vom HSV, der Schlimmeres verhindert. Aber abschreiben konnte man den HSV auf keinen Fall. Schmitz auf Sprenger und er sieht in der Mitte Bar laufen, aber Lupacz ist ein Tacken eher am Ball.
Und wir gehen wieder rüber auf die andere Seite. Ecke ausgeführt von Stonzig. Der Ball geht irgendwo hin, nicht zu sehen im Bild. Dann kommt der Ball in den Strafraum. Aber Ballschmiede erobert ihn zurück. Dirix nochmal auf Ballschmiede. Der bekommt den Ball nicht so richtig. Dann ist es von Agarten, der reagiert. Und erst im zweiten Nachfassen ist der Ball in den Händen. Ja, dann ging Nico Ballschmiede raus und es kam ein neuer Offensivmann. Holger Flossbach wollte die Offensive hiermit verstärken. Ja, und der TSV, der baute den Druck immer weiter aus. Erwig rüber auf Mutlö. Mutlö, der sieht Kaiser starten und da hätte er schon fast den ersten Ballkontakt gehabt. Marcel Kaiser. Einwurf für den Hoppbrucher SV. Da ist Anna am Ball. Da geht's rüber auf die rechte Seite. Ball in den Strafraum. Und da war Anne nochmal mit dem Kopf dabei. Aber auch das keine Gefahr für den TSV. In der 73. Minute war dann der Spieltag für Mutlu beendet. Und es kam Erdal Baztürk. Und die Angriffswelle des TSV, die rollt wieder. Der TSV, na klar, die wollten jetzt noch mehr. Das 1-0 reicht nicht. Auf der rechten Seite Baztürk in die Mitte zu Erdal Baztürk. Aber der kommt nicht richtig ran an den Ball. Dafür Marcel Kaiser und der legt auf für Ertan Temel. Das 1-0 in der 75. Spielminute. Das war ein richtig genialer Spielzug. Und da waren natürlich alle aus dem Häuschen. Ertan Temel ist ja sowas wie der Publikumsliebling beim TSV Malhöz. Auch der Trainer überglücklich. Das war der Erlös. Treffer nach den bis dahin nicht so konsequent ausgeführten Abschlüssen. Und wir sind jetzt schon in der Schlussphase des Spiels. Eine kleine Unaufmerksamkeit unseres Kameramanns, die Linse nicht weit genug offen. Stonzig, dann Baztürk in die Mitte und da steht Erwig. Das Tor ist zwar zu sehen, aber nicht der Schütze, wie er schießt. Aber es ist wurscht, es ist das 2-0 in der 87. Spielminute. Und damit macht Erwig den Deckel drauf und zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Ich denke, das war eine klasse Leistung aufgrund der zweiten Halbzeit. In der nächsten Woche geht es dann zum DSC Wanne-Eickel. Vielleicht reißt die Serie nicht ab, vielleicht dann das 5. Spiel und der 5. Sieg. Ja, bei mir ist jetzt der Torschütze zum 1-0. Er hat dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Das Spiel, der stand aber ziemlich lange auf wackeligen Füßen. Ja, das stimmt. Wir hatten in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten, ins Spiel reinzukommen. Haben wenig Torschancen gehabt, so wie in den letzten Wochen auch in der ersten Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir uns wieder komplett reingehängt in das Spiel. Und woran liegt das eigentlich, dass man sich in der ersten Halbzeit immer so schwer tut? Kommt ihr einfach gar nicht ins Spiel rein oder stimmt da die Ordnung noch nicht? Ja, es ist schwer zu sagen. Wir versuchen halt viele Chancen rauszuarbeiten. Ein paar haben wir aber auch, aber da fehlt halt die letzte Konsequenz im Abschluss.